Hallo, was machen Sachen? Und willkommen zurück zu einem neuen Tutorial für die Unreal Engine 5. Wir hatten uns in den letzten Tutorials die Unreal-eigenen Tools angesehen, um Landscapes zu erstellen. Ich stelle euch ein neues Programm vor, es nennt sich Work Machines, mit dem wir halt sehr einfach, sehr schnell tolle Landscapes generieren können, die wir halt durch eine Heatmap bei uns in Unreal dann halt einfügen können. Wir können die Landscape an sich erstellen und wir können dann auch gleichzeitig uns Masken rausgenerieren für unsere Landscapes, die wir dann halt einfach drüberlegen. Wir machen das jetzt einfach beides in einem Wisch. Wir stellen uns erst eine Landscape. Ich zeige euch so grob, was ihr mit World Machine machen könnt. Ich zeige euch die Tools, was es gibt. Die Sache bei World Machine, es gibt eine Gratis-Version und eine Professional-Version. Ich werde euch hier die Gratis-Version zeigen, einfach dadurch, dass es halt, ich möchte es ein bisschen einsteigerfreundlicher machen und nicht so viel zeigen. Ich zeige euch so die Basic-Tools, wie die funktionieren so grob. Ja, und wie gesagt, die Professional-Version hat halt ein paar Tools mehr. Wir können zum Beispiel Flüsse integrieren. Können wir mit der kostenlosen Version nicht. Und die Professional kann zusätzlich auch noch viel größere Maps rausgenerieren. Aber für unsere Zwecke sind die Maps komplett ausreichend von der Auflösung her. Man darf auch nicht vergessen, wir machen ja eine Landscape. Also sprich wirklich nur den Boden. Es werden keine Höhlen gemacht. Es werden keine Klippen, keine Steine, Geröll und so weiter. Das ist alles kein Teil der Landscape, sondern wirklich nur der blanke Boden, wo wir drauf laufen. Die restlichen Details, Foliage, also Pflanzen oder halt auch Steine, Geröll und Klippen, Höhlen und so weiter. Das ist alles Zeug, was später integriert wird. Nur mal so nochmal zur Aufklärung. So, wie gesagt, zeige ich euch heute die kostenlose Version. Und jetzt zu einem, wie kriegen wir die überhaupt? Wo kann man die runterladen? Ich habe euch den Link in der Beschreibung verlinkt. Und wir gucken uns mal ganz kurz die Seite an. So, das hier ist die Startseite und wir werden auch schon dort begrüßt, was halt World Machine so alles kann. Landscapes. Wird so ein bisschen vor, ja, das wird hier so ein bisschen vorgestellt, was man so tun kann, wie das aussehen könnte und so weiter. Und das ist das, was wir wollen. Das ist der Gratis-Download. Draufdrücken. So. Dann öffnet sich diese Seite. Hier wird nochmal erklärt, was es kann, was wir dürfen. Zu einem, die Gratis-Version ist nur für nicht kommerzielle Benutzung. Also alles, was wir Geld verdienen wollen, dürfen wir die nicht nutzen. Dann müssen wir uns halt eine Lizenz verkaufen. Hier auch nochmal die Auflösung. Wir können höchstens 1K rausrendern. Wie gesagt, das ist für unsere Zwecke komplett okay, mehr brauchen wir nicht. Oder halt ab Windows 7 aufwärts. Wir haben hier auch Beispiele kann man sich holen. Und halt hier wird man nochmal darauf hingewiesen, wenn wir mehr möchten, gibt es halt eine Lizenz, die wir uns kaufen können. Wenn ihr ein Newsletter haben möchtet, könnt ihr auch Name und Adresse angeben und hier unten dann halt Download World Machine. Das ist jetzt der Build 4020. Wenn ihr das Video eventuell später seht, kann das ein anderer Build sein. Das kann dann sein, dass sich ein bisschen was abweicht. Das Layout ändert sich ständig, hier sind halt konstant am Updaten, wie das alles funktioniert. Die Nodes werden immer besser, es gibt immer mehr Zeugs. Ja, wie gesagt, ich will nochmal darauf hinweisen, das letzte Tutorial, was ich gemacht habe, haben sich Leute gewundert, ja, die haben jetzt World Machine ein halbes Jahr später geholt und das funktioniert ein bisschen anders. Dann achtet so ein bisschen drauf, ich habe den Build 4020. Abweichungen können erfolgen, wenn es halt, ja, die Version neuer wird. Okay, und so sieht es aus, wenn wir World Machine das erste Mal öffnen. Wir kriegen auch direkt hier eine Beispielszene uns geöffnet. Mit Linksklick auf das Kettchen können wir uns die Szene ein bisschen besser angucken oder vielmehr unser Licht halt anpassen. Ja, das erste, was wir gehen, erstmal die Projekt-Settings, haben wir hier oben, Projekt, Projekt-Settings. Hier können wir aber schauen, ja, wie groß ist unsere Originalfläche. Also hier haben wir hier 4 Kilometer auf 4 Kilometer. Wir wollen immer ein Quadrat haben für Unreal. Funktioniert halt besser. Und hier haben wir auch, welche Resolution, also welche Größe unsere Bitmap haben wird. Auch hier 1K ist das Größte, was wir rausnehmen. Nehmen wir das auch erstmal. Wir sagen lieber ein bisschen größer als zu klein. Und wir brauchen, wir haben zwar hier die Unreal Engine 4 Landscape, aber Power of 2 plus 1 sollten wir nehmen. Ich hatte bis jetzt immer Probleme bei Unreal Engine 4 Landscape in der Unreal Engine 5. Habt ihr Unreal Engine 4, natürlich die 4er Landscape. Aber die funktioniert, wie gesagt, in Unreal Engine 5 irgendwie nicht so richtig gut. Ich habe da immer ein paar Probleme. Also ich persönlich bevorzuge für Unreal Engine 5 vorerst Power of 2 plus 1. Vielleicht gibt es ja demnächst irgendwie ein Update für Unreal Engine 5. So. Und hier können wir auch noch mal ein bisschen einstellen. Ja. Welches Terrain möchten wir haben? Kann man sich was raussuchen? Wir bleiben erstmal bei Woodland Mountains. Das finde ich immer ganz nice. Das sieht man am schönsten. Einfach ein paar Berge. Vielleicht machen wir uns eine kleine Insel oder so. Mal schauen. Mask of Color Scheme brauchen wir. Grayscale.
Und ja, wie groß das halt nochmal ist, haben wir 2,654 Kilometer. Das sind immer so komische Zahlen. Das ist okay. So. Sollte sich die Settings erstmal direkt am Anfang anschauen. Je nachdem, was man halt braucht fürs Projekt, sollte man das vorerst einstellen. Es ist immer einfacher, wenn man das vorher einstellt, wie danach. Und das können sich dann halt immer Sachen verändern. Also, wie gesagt, erstmal die Settings einstellen und dann kommt der Rest. So. Wir arbeiten in Word Machine mit Notes, die uns verschiedene Sachen rausgeben. Wenn man auf eine Note klickt, ändert sich das auch. Die letzte Note ist immer das, was wir auch rausgerendert haben wollen. Oder das, was wir rausrendern. Wir werden uns auch nur auf hier das Terrain, also das Erstellen von der Landscape, konzentrieren. Texturen und View machen wir nicht. Den Part lassen wir einfach raus. Da wir die Texturierung tatsächlich größtenteils in Unreal vornehmen, brauchen wir das erstmal nicht. Wir werden uns später Masken rausrendern für ja, unsere Landscapes. Da haben wir schon mal einen leichteren Start. Und wie gesagt, in World Machine gucken wir jetzt heute nur nach dem Terrain. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Texturierung. Ja, so. So viel dazu. Das gerade weg. Wir fangen erstmal beim Anfang an. Ich mache das hier auch mal kurz weg. Wir haben hier nichts, ist kein Problem. Wir gehen hier unter unseren ganzen Tools. Generator, also Generator, ist halt eigentlich das Englisch, Generator. Ich bevorzuge ja als Start immer gerne Divinoa. Wenn ihr Doppelklick drauf drückt, öffnet sich hier nochmal ein Feld, da könnt ihr verschiedene Settings einsetzen. Stellt zum einmal, wie groß ist euer Scale? Das sieht immer sehr lustig aus. Beim Vinoir könnt ihr halt verschiedene Styles ausprobieren. Ja, wie kriegt ihr jetzt eure Basis-Shape ganz gut hin? Bleiben wir hier doch mal so bei total bergig. Machen den Scale ein bisschen größer und rendern uns hier so einen Berg erstmal raus. Das ist der Plan. Aber so sieht das halt noch nicht wirklich aus wie ein nutzbarer Berg. Höchstens für so ein Polygonspiel sieht das bestimmt ganz gut aus. Würde funktionieren wahrscheinlich, aber wir brauchen ja da ein bisschen mehr. Das erste, was wir machen, wir mischen da einfach, dass wir noch ein bisschen Struktur reinkriegen. Mische ich da noch eine Noise drunter. Dann nehmen wir hier so eine Random Noise. Das hier sieht einfach für sich auch ganz gut aus. Und die müssen wir jetzt beide zusammen kriegen. Nehmen wir hier den Zapfen nach draußen. Und tippen einfach ein. Combiner. Also, ja, wir kombinieren beides, wir verbinden das. Packen beides rein. Doppelklick drauf. Und jetzt können wir schauen, ja, wie stark wollen wir die ineinander blenden und auf welche Art und Weise. Ja, ein bisschen durchgehen. Und wir suchen uns das Passende einfach aus, was uns jetzt erstmal so gefällt. Wir machen erstmal nur die grobe Form. Ich glaube, mit dem Overlay fahre ich ganz gut. Machen wir das so. Dann haben wir diese ganzen harten Kanten schon mal ein bisschen gut wegreduziert. Kommt meinem Berg doch schon ziemlich nah. Aber so wirklich real sieht das noch nicht aus. Es ist sehr kantig und ja, seltsam. Das Ganze sieht jetzt halt noch nicht so wirklich natürlich aus, aber wir nähern uns ran Schritt für Schritt. Gehen wir unter Natural und wir holen uns die Erosion. Da packen wir dann da rein. Die Not macht einfach das, was die Natur so über die Zeit macht, halt Erosion. Was passiert mit so einem Berg, wenn der Tausende oder Hunderttausende von Jahren irgendwo steht? Der bleibt ja nicht so als Berg. Das Zeug wird abgetragen, das fällt alles nach unten. Und es wird halt einfach hier mit verschiedenen Mitteln einfach berechnet. Hier wird einfach angegeben, okay, wie lange? Ihr seht das ja. Anfang und umso länger es braucht, umso mehr Dreck von oben fällt nach unten. Machen wir mal so. Wir können hier einstellen, ja, wie hart ist unser Stein, unser Terrain an sich. Das ändert auch wieder einiges. Alles, was oben ist, wird nicht so stark angegriffen, wie das, was unten drunter ist. Ja, machen wir das mal so. Und dann halt auch hier, wie viel Sediment, also wie viel Substrat wird halt mit nach unten gerissen von verschiedenen Teilen. Glaube, so lasse ich es erstmal. Hier können wir nochmal die Zeit ein bisschen erhöhen. Ich glaube, an für sich hat das doch schon einen sehr starken Bergcharakter. Aber das zu. So. An für sich, so als Berg, sieht das doch schon mal ganz okay aus. Wir können uns auch Wasser einfügen lassen, also ein
ein Seelevel. Einfach Haken anklicken und dann können wir einstellen, ja, wie viel Wasser. Wir können ja so eine kleine Inselgruppe machen. Nur das so, okay, hier ist unser Wasser. Vielleicht nicht ganz so, vielleicht mehr so, dass wir diesen kleinen Steg noch haben. Na, vielleicht auch nicht. Weiß noch nicht so. Ich lasse das Wasserlevel jetzt erstmal. Ja, komm. Bleiben wir bei 870. Das haben wir schon eine Zahl. Die sollten wir uns auch merken. Zur Not, wir können sie ja immer uns angucken. Da haben wir jetzt uns Wasser eingefügt haben, macht das auch immer Sinn, wenn wir sagen, okay. Wir nehmen uns eine Küstenerosion, weil Wasser ja, trägt ja auch Sediment ab. Packen das da rein. Und sagen auch, ja, unser Wasserlevel. Das müssen wir hier eintragen. Muss ja wissen, wo fängt das Wasser an. Sonst sieht das manchmal seltsam aus. Es trägt hier oben oder hier unten ab und unser Wasser ist halt nicht da. Dann können wir einmal einstellen, ja, unser Strand, wie groß ist der Strand? Dann seht ihr, diese starken Klippen setzen immer weniger an. Es wird alles flacher. Dann wird halt nochmal geguckt, ja, wie weit ragt das Wasser ans Land, weil Gezeiten sind so ein Ding, die tragen auch wieder Stück für Stück ab. Ja, nur so ein bisschen. Dann haben wir die Smoothness, also wie glatt ist unser Boden unter Wasser? Wir sagen, okay, da ist halt nicht so smooth. Wenn wir viel Sand drin haben, wäre so eine Smoothness halt einmal ganz praktisch, weil es, ja, es hat Sand so an sich. Das wird halt immer hin und her getragen, je nachdem, wie das Wasser geht. Machen wir das auch zu. Und an für sich sieht das doch ganz okay aus fürs Erste. Ich würde halt die Höhen und Tiefen ein bisschen noch anpassen. Die gefallen mir noch nicht in der Kombination so gut. Dann gehen wir auf Filter und hier haben wir, das müssen wir hier sein, in der Curve. Die packen wir da rein. Doppelklick drauf und dann kriegen wir hier so, ja, erstmal so einen komischen Strich. Hier können wir tatsächlich einstellen, inwieweit wir unsere Höhen anpassen möchten. Wäre tatsächlich sinnvoll, wenn wir den vor der Coast-Erosion machen, weil sich ja das Wasser doch sehr stark gestärkt, verändert. Aber das so schließen und dann halt unsere Coast-Erosion, die passe ich auch noch mal ein bisschen an. So, und fürs Erste bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meiner Insel. Okay, an für sich sind wir damit jetzt erstmal so gut zufrieden. Damit wir das halt gut rausrendern können, müssen wir es erstmal bilden, einmal draufdrücken. Okay. Mal hier drauf drücken. Okay. Funktioniert alles anscheinend super. Kam keine Fehlermeldung, kein nix. Ist schön. Falls eine Fehlermeldung kommt, müsst ihr immer mal gucken. Zur Not googelt es ein bisschen, weil ich kann leider nicht alle Fehlermeldungen auswendig. Meistens muss ich selber googeln, was jetzt der PC von mir will. Aber da gibt es ja verschiedene Foren, die einem da helfen können. Mal ein bisschen ordentlich machen. So, wir haben uns jetzt momentan nur auf unsere Notes konzentriert und halt das bisschen, was wir hier gesehen haben. Wir können uns das alles auch ein bisschen anders anzeigen lassen. Wir haben hier verschiedene Layouts. Haben einfach hier so eine 3D-Top-Down-Ansicht. Dann haben wir hier so ein X-World. Dann haben wir so ein Explorer-View, der finde ich mal ganz praktisch. Hier können wir auch sagen, okay, ich möchte rundherum das generiert haben. Dann haben wir hier unser Ausschnitt halt eingekreist und der Rest halt, wie es außerhalb aussehen könnte. Man kann auch sagen, okay, ich möchte das ein bisschen verändern. Wir drücken hier auf unser Scene Setup. Und dann können wir tatsächlich sagen, okay, wir drücken hier drauf. Und wir machen das ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Achtet halt immer darauf, dass das Wald wirklich in eurer quadratischen Form ist, sonst kriegt ihr ein Problem später in Unreal. Ist okay, ich möchte vielleicht einen anderen Ausschnitt haben. Ich möchte das hier so haben, dass wir hier so zwei Inseln haben, anstatt dieser eine. Oder vielleicht will ich ja gar, okay, sagt, das Stück hier oben gefällt mir tatsächlich doch besser als unsere Ursprungsinsel. Die möchte ich haben. Ist halt immer ein bisschen, ja, ein bisschen hin und her, bis man das eingestellt hat. Sag, okay, ich möchte vielleicht das hier haben. Dieses Stück, das gefällt mir. Ich nehme ich auch noch das Stück Insel da hinten mit. Sag, okay, ich möchte jetzt doch lieber dieses Stück haben. Das gefällt mir doch viel, viel besser, wie das, was wir vorher generiert haben. Kein Problem, zieht's hin, habt ihr das. Und zack, eure Note ist genauso hier.
Dann haben wir das halt nochmal schön ausgeschnitten in 3D. So sieht das alles aus. Oder halt nochmal als ja, normale Basic Color Map von oben. So, okay. Wir sind jetzt erstmal soweit fertig. Wir haben hier eine Map generiert, die möchten wir jetzt in Unreal holen. Dazu müssen wir uns eine Height-Map raus. Wir haben hier tatsächlich auch schon Exporte. Einmal den Height-Output halt für die Height-Map, den wir für die Landscape brauchen. Das machen wir jetzt als erstes. So, und hier haben wir einen Bitmap-Output, den können wir dann halt nehmen, um uns halt Masken rauszurendern. Machen wir jetzt aber erstmal die Landscape an sich. Also ziehen wir unsere Node hier in den Height-Output. So, Doppelklick drauf, öffnet sich natürlich wieder ein neues Fenster. Das, was wir brauchen, ist erstmal der File Name und wohin gespeichert. Das setten wir jetzt. Ich habe hier schon ein Dokument, Bird Machine. Ich mache einfach mal einen neuen Ordner, dass wir einfach übersichtlicher haben. Inseln. So, dann weiß ich, was gemeint ist. Öffnen. Und. Hallo? Ich möchte den Namen ändern. Das nenne ich die Landscape. Speichern. Hier geben wir File-Format. Wir brauchen 16-Bit-RAW. Sonst funktioniert das nicht. Und dann Write to Disk. Ist successful, write, fill write successfully. Also es hat das getan, was wir wollen. Gehen wir in unseren Ordner. So, gehen wir in unseren Ordner. Word Machine, Insel, Landscape. R16. Also RAW 16. So, und dann ziehen wir die jetzt mal in Unreal. So, einmal zurück in Unreal. Ich habe da schon was vorbereitet. Ich habe die alte Landscape gelöscht. Wir wollen ja eine neue reinziehen. Das gleiche Spiel wie auch, ja, wenn wir eine erstellen möchten. Wir gehen auf Landscape. Dann gehen wir hier in Import from File. Mal ein bisschen größer. Weil wir wollen jetzt ein Importieren von einer Heatmap. Auf die Pünktchen. Und dann müssen wir unsere wiederfinden. Ja, ich hatte unsere Dokumente gespeichert. Insel. Öffnen. Ja, so. Komischerweise macht Unreal 5 immer diesen komischen Quatsch. Der sagt, ja, ihr kriegt hier nur einen Streifen. Das ändern wir. Wir gehen hier auf die 1025. Auf 1025 einmal unser Quadrat. Ist ja die 1K plus 1. Ist ja das, was wir auch eingestellt haben. Und zack, haben wir halt hier schon mal eine grobe, ja, grobes Erscheinen unserer Landscape. Wir können hier einstellen, okay, ihr seht ja so grob, wie groß eure Landscape ist. Wir können sagen, okay, die ist mir eventuell zu hoch. Gehen wir mal auf 70 runter. Ja, so, okay, so finde ich es besser. Macht das auch vorher, nicht später, also macht das wirklich grob, wie ihr es haben möchtet. Hier in dem Moment. Und nicht später dann, wenn die Landscape tatsächlich reingeladen ist. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Das macht immer irgendwie irgendwas kaputt. Deswegen halt alles vorher so gut wie möglich einstellen, dass ihr später halt nichts ändern müsst. Okay, obwohl, vielleicht ist das doch ein bisschen groß. Ich habe das alles. Das scheint mir alles ein bisschen hoch. Ich gehe mal auf 50% runter. Ich glaube, ich habe es einfach übertrieben mit der Höhe. Egal, ihr könnt das hier anpassen. So, okay. Das eignet sich für eine Insel doch, glaube ich, ganz okay. Da müsst ihr gucken, hier die Overresolution. Ja. Da müsst ihr auch hier nochmal kontrollieren, diese Overresolution. Damit die so ungefähr mit dem übereinstimmt, was hier steht. 5x5 ist ein bisschen groß. Dann haben wir eine ganz komische Verzerrung. Ich gehe mal auf 4x4. Die ist minimal kleiner, aber lieber ein paar Pixel abgeschnitten als zu lang. Weil alles, was zu groß ist, wird dann einfach, ja, komplett einfach in diese Richtung gesfootet. Das sieht manchmal ganz seltsam aus. Einfach direkt. Das ist die letzte Größe und ich ziehe die einfach nochmal ein paar Pixel weiter. Kann sehr seltsam wirken. Import. Und hier haben wir es, dank unserer Größe, eine schöne Kante. Hätten wir das nicht gemacht, wäre es halt einfach hier auf der gleichen Höhe ein Stück weiter einfach raus extrudiert. So, das sieht doch für den ersten Blick, sieht das doch eigentlich ganz okay aus. Und wir haben jede Menge Zeit gespart, indem wir das halt aber über World Machine generieren lassen. Stellt euch vor, wir müssen das alles einzeln zeichnen. Da hätten wir doch schon gut was zu tun. Falls ihr hier wirklich was ausbessern möchtet, ihr könnt auch hier einfach normal drauf zeichnen und alles ändern. Das ist nicht das Problem. Das ist das Schöne an den Landscape. Ihr könnt euch was halt rausrendern lassen und das halt dann noch ein bisschen bearbeiten. Wenn ihr sagt, okay, ich habe hier irgendwie, das ist mir im Weg. Ja, ich soll das vielleicht nach unten machen. Hallo? Hallo?
Da, das ist mir im Weg. Zack, weg ist es. So. Das war schön an den Landscape. Egal, was ihr macht. Ja, und wenn ihr speichert, habt ihr kurz Minecraft. So, jetzt mache ich kurz so Landscape. Ich überspringe den Part. Wenn ihr nochmal wissen wollt, wie man eine Landscape macht, ich verlinke unten in der Beschreibung nochmal das Tutorial für die normale Landscape, also die Basic Landscape. Wir machen jetzt nichts Kompliziertes, sondern einfach eine schlichte Landscape mit drei verschiedenen Materialien. Einmal Sand, einmal Stein und einmal Gras. Ja, dann bis gleich. Ihr seht, ich habe jetzt erstmal hier Landscape mit Höhlen schon erstellt. Jetzt holen wir uns die Masken über World Machine. Einmal halt für den Slope, also für das Gefälle, für unsere Berge, dass wir da Stein reinkriegen. Und einmal halt eine normale Height, also eine Höhe einfach. Damit wir einfach festlegen, ja, hier ist unser Wasserspiegel, da ist einfach Sand drunter. Ja, und das machen wir jetzt über, und das machen wir jetzt einfach über World Machine. Da gehen wir wieder zurück. Das erste, was ich jetzt machen möchte, ist einfach unser Stein, einfach den Slope, also einfach den alles, was einen steilen Winkel hat, einfach rausmaskieren. Dann geben wir da Selector. Dann haben wir irgendwo Select Slope. Packen wir den da rein. Fügen das hier rein. Kriegen jetzt alles erstmal in Schwarz-Weiß eingezeigt. Doppelklick drauf. Wir müssen hier bedenken, alles, was weiß ist, wird Stein. Also, die ist falsch rum. Also, in Word. Weil wir möchten ja den Stein rausholen. Und hier wird einfach festgelegt, von welchem Winkel bis was wird jetzt rausselektiert. Bei Stein bin ich eigentlich für nicht ganz so weiche Kanten. Das sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn Gras direkt auf Stein weiter wächst. Kann seltsam aussehen, wenn das zu blurry wird. Deswegen bei Stein doch bevorzuge ich persönlich härtere Kanten. So, wir haben jetzt unseren Slope hier ausmaskiert. Wir wollen natürlich auch wissen, ob der auch so funktioniert wie in Unreal. Ich persönlich finde es immer ein bisschen schwer, das mit dem Umdenken von World Machine zu Unreal. Da haben wir jetzt auch bei uns die Höhe ein bisschen verändert haben. Aber egal, jetzt nehmen wir erstmal die Height. Steuerung C, Steuerung V. Ziehen das rein. Alles, was halt Grayscale ist, brauchen wir den Height-Output. Sprich, für alle Masken, die wir haben. Da die ja schwarz-weiß in den Grayscale sind, brauchen wir den Height-Output. Wir ändern das. Slope, Insel und dazu brauchen wir keinen RAW, sondern ein PNG. Nehmen wir 16-Bit, warum auch nicht. Und Write to Disk. Okay. So, und dann gucken wir, ob wir alles richtig gemacht haben. Wir gehen hier auf unseren Stein. Rechtsklick, Import from File. Ah, da haben wir schon direkt den Slope Insel. Öffnen. Ist okay. Wir haben ja hier 4 Pixel zu wenig. Ist nicht so schlimm. Ist okay. Und das hat auch eigentlich relativ gut funktioniert. Das sieht auch eigentlich ganz nice aus. Alles, was einen bestimmten Winkel hat, ist Stein. Der Rest ist Gras. So auf den ersten Blick. Bis auf, dass das Tiling komplett verkackt ist und der Stein doch sehr hell ist, ist das doch eine gute Einteilung. So, wir haben den Slope. Jetzt brauchen wir natürlich auch die Höhe für unseren Sand. Das machen wir als nächstes. Speichern wir mal kurz. Okay, wir wollen jetzt halt unser Wasserlevel einfügen. Dann brauchen wir natürlich erstmal unsere Höhe vom Wasser. Steuerung C kopieren. Und dann haben wir, wo haben wir es? Select Height, also selektiere die Höhe. Das packen wir auch wieder da rein. Doppelklick. Die packen wir da hin. Und zack, wird halt auch wieder ausmaskiert. Und hier auch, alles was hell ist, ist Sand. Alles was dunkel ist, ist halt anderes. Ich realisiere gerade, wir haben hier doch sehr viel Sand. Wir schauen einfach mal, wie es aussieht. Ich sage, ich habe jetzt direkt Wasserlevel Sand. Wir haben einen Falloff drin. Ich meine den Falloff-Marsch ein bisschen weniger. Okay. Dann braucht man da einen neuen Height. Ich bevorzuge es immer, mir neue Heights zu machen, weil wenn ich vielleicht was ändern möchte, muss ich nicht immer wieder hin und her rotieren, sondern kann halt immer den passenden einklicken. Doppelklick. Auch hier. Height Insel. Dann auch wieder hier. Brauchen wir eine PNG. Okay. Ach halt. Ja, White to Disk. Jetzt. Jetzt können wir schließen. Okay. Gleiche auch mit dem Sand. Einmal drauf drücken. Import vom File und halt Insel öffnen. Ist okay. Und das muss jetzt alles wieder rendern.
So, wie ich befürchtet habe, ja, es ist doch etwas mehr Sand da, als ich gedacht habe, da ich vergessen habe, ja, ich habe die Höhe angepasst. Dann funktioniert das alles nicht mehr so gut. Also müssen wir jetzt ein bisschen rausprobieren. Gehen wir wieder in World Machine. Okay, voll auf Kante stark und wir gehen mal auf 400 runter. Autodesk. Okay. Import. Öffnen. Okay. Ja, das ist doch schon. Das ist schon eher die Richtung, die ich möchte. Okay, du stehst ganz hin und her. Ist unser Gras wieder abhanden gekommen? Also setzen wir das alles mal richtig auf. Fill. Dann Import. Ihr könnt auch Reimport drücken. Ich nutze halt lieber nochmal neu importieren. Mach das Gleiche. Oder eventuell sollten wir den Stein als letztes machen, dass wir unsere. Ich glaube, so gefällt mir das ganz okay. So, okay. Wir haben unsere ganzen Masken drin. Und wie ihr gesehen habt, ihr könnt die immer wieder rein importieren und wieder die Reihenfolge ändern. Wie gesagt, ich habe jetzt als letztes den Stein gemacht, dass ich halt einfach hier noch so vereinzelt Steine drin habe. Und auch keine Sorge, ihr könnt halt auch normal drüber zeichnen. Das ist auch eine Option. Ja, ihr habt durch World Machine euch wesentlich viel Zeit gespart, da ihr das nicht alles händisch machen müsst. Dass ihr halt sagt, okay, ich generiere mir die grobe Form, so wie ich das haben möchte. Erstmal ein World Machine, mache mir meine Maske daraus. Und dann ändere ich halt ein paar Details, die mich gefallen. Mach da was hin, mach da was weg, painte hier was hin, painte da was hin. Habt halt wesentlich viel Zeitersparnis. Und ihr kriegt halt auch ganz schöne Gegenden. Wenn ihr halt noch schöne Texturen habt und halt das Tiling anpasst, habt ihr da ratzfatz eine Landscaping gezaubert. So, ich hatte euch etwas versprochen, das will ich euch nicht enttäuschen. Ich mache hier aber die Billig-Variante. Es gibt in Unreal Engine 5 ein tolles neues Wassersystem, das zeige ich euch in einem anderen Tutorial, wo ihr halt ratzfatz halt richtig gutes Wasser hinbekommt. Wie gesagt, das ist jetzt halt die Billig-Variante. Für den Anfang tut sie auch. Wir brauchen dazu erstmal eine Plane. Die müssen wir finden. Da ist sie. Die ist natürlich viel zu klein. Die muss genauso groß sein wie unsere Insel. Die ziehen wir dann halt an die Stelle, an die wir das Wasser haben möchten. Runter. Wir haben eine Plane eingefügt. Jetzt fehlt noch das Wasser. Wir haben im Content Browser, in unserem Starter Content, zwei verschiedene Wasser. Da gucken wir mal. Wasser Ocean, das klingt nach dem, was wir wollen. Okay, Tiling halt nicht so geil, weil wir mal eine riesige Plane reingezogen haben. Wie sieht das Lake aus? Ja, Lake ist doch schon besser. Das sind jetzt einfach die Standardmaterialien, die ihr halt durch den Starter Content kriegt. Wenn ihr euch einen eigenen Shader basteln will, Wasser sieht das natürlich alles viel besser aus. Das ist halt auch eine Sache, die ich euch irgendwann mal später zeigen möchte. Wasser, gerade realistisches Wasser, ist halt nicht sehr einfach zu machen. Stilisiert ist schon einfacher. Aber generell Wasser an sich, weil Wasser hat seltsame Eigenschaften. Wasser ist doch sehr komplexerer Shader. Außer man macht halt wirklich billig und macht halt einfach, ja, ich mache eine transparente Plane mit einer Normal drauf, die sich so ein bisschen beim Panner bewegt. So, und dann war's das für heute. Wir haben unsere Landscape mit World Machine gemacht. Ich habe jetzt auch, wenn jetzt auf die billige Art und Weise, erstmal Wasser eingefügt. Weil wenn ihr Landscape macht für Screenshots, funktioniert das wunderbar. Muss halt sagen, das Scaling unserer Texturen funktioniert halt gar nicht, aber aus der Entfernung fällt es nicht so wirklich auf. Sagt, also sind halt so Feineinstellungen, die muss jeder einstellen. Das ist für jedes Projekt anders. Ich kann nicht sagen, okay, wir brauchen den Slope von 30% und die Texturierung muss auf Tiling 50 sein, dann sieht das gut aus. Kommt halt immer drauf an, was wollt ihr, was habt ihr. Es sind immer so Feineinstellungen, die ihr hin und her machen könnt. Aber durch World Machine habt ihr euch zum Beispiel jede Menge Zeit erspart, was halt das Grobe angeht. Ihr habt ganz schnell eine Landscape gemacht, die man halt als Vorlage nehmen kann. Man kann die verändern durchs Landscape-Tool. Und ihr könnt euch halt auch passende Masken rausrendern, die ihr halt schon mal als Basis nimmt, als Schablone und dann halt daraus weiterarbeitet. Ja. Wie gesagt, das nächste, was ich euch zeigen werde, ist zu einem halt das Wasser, das neue Unreal-Wasser, das Wassersystem. Und dann gehen wir in Foliage. Und dann haben wir auch soweit es geht erstmal Landscape fertig.
Und dann schauen wir uns was anderes an, eventuell nochmal ein paar Materials, dass wir halt nochmal auf verschiedene Materials eingehen. Oder ob wir dann halt sagen, okay, wir machen doch ein paar Blueprints. Weil da habe ich jetzt die ein oder andere Blueprint schon hingekriegt, das funktioniert alles. Wenn ihr da ein bisschen Interesse habt, schreibt doch mal in die Kommentare, was euch jetzt interessieren möchte, ob ihr ein bestimmtes Material haben möchtet, ob ihr eine gewisse Blueprint haben möchtet oder generell irgendwelche Fragen habt. Vielleicht habe ich ja die Lösung, wir haben noch gar nicht angesprochen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Dann vielleicht probiert ihr auch mal Weltmaschinen aus oder Unreal generell. Ihr dürft mir auch gerne mal eure Sachen zeigen, die ihr habt. Taggt mich auf Instagram oder schreibt mir über Discord, schickt mir mal die Screenshots. Und dann halt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.